Guten Tag, meine wunderschönen Schönheiten. Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es für euch das Valentinstag-Special Get Ready With Me. Falls ihr Lust habt zu sehen, wie ich mich fertig mache, diesen Look kreiere, Haare, Make-up, Kleidung, dann bleibt ihr einfach dran und schaut euch das Tutorial an. Ich fange direkt mit Foundation an und hier benutze ich von Maybelline das Dream Samtig Matt. Nachdem ich das gemacht habe, ist mein Gesicht so ziemlich eine Farbe. Von daher verwende ich von Miss Lynn den Barbados Babe Bronzer, um dem Ganzen ein bisschen Dimension zu verleihen. Ihr wisst ja, dass ich mich eigentlich meistens dezenter schminke, aber ich finde an solchen Tagen, wenn man mit Freunden ausgeht oder mit dem Partner oder was auch immer man am Valentinstag macht, ist es irgendwie, weiß ich nicht, auch ganz schön, sich mal so herauszuputzen. Das mag ich echt gern. Nachdem der Bronzer aufgetragen ist, trage ich ein bisschen Blush auf. So, die Base ist jetzt erstmal gemacht. Jetzt geht es an die Augenbrauen. Und ich verwende hier einmal von Benefit, wie immer, mein Goof Proof. Und werde mir erstmal an meinen kahlen Stellen der Augenbrauen ein paar Härchen nachziehen. Da meine Augenbrauen jetzt relativ matt sind von dem ganzen Stift, gehe ich noch einmal mit einem farbigen Augenbrauengel rüber, um dem Ganzen wieder ein bisschen Glanz zu verleihen. Da kann man auch ein klares Gel nehmen. Auch mit meinen Augen möchte ich heute ein bisschen mehr machen und ich verwende von Zu Eva wie immer sehr gern die Naturally Yours Palette. Und das sind einfach unglaublich schöne, natürliche, erdige Töne von hell bis dunkel, von glänzend bis matt. Alles vorhanden, ich liebe es und ich gehe hier mit diesem hellen Beige einmal aufs komplette Augenlid, um da irgendwelche Rötungen oder Äderchen, die sind, einfach zu neutralisieren. Dafür verwende ich einfach so einen ganz normalen Lidschattenpinsel, der so ein bisschen stärker gepresst ist. Wenn ich mein Augenlid jetzt neutralisiert habe, dann gehe ich mit der nächst dunklen Farbe einmal in das äußere V. Hierfür verwende ich einen fluffigen Pinsel. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich an den unteren Wimpernkranz nochmal lang. Ich mag es einfach, wenn die obere Augenpartie mit der unteren zusammenkommt. Hierfür nehme ich den gleichen Pinsel, drücke ihn einfach zusammen und gehe mit der gleichen Farbe ebenfalls an die äußere Kante, um da so ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen. Gerade wenn man jetzt den Valentinstag so tatsächlich so als Liebesplattform betrachtet und wirklich so dass sein erstes Date hat oder ein Blind Date, unbekanntes Treffen, keine Ahnung, sollte man wirklich nicht over the top sein, sondern ein bisschen so, dass man sich vielleicht schicker fühlt als sonst, aber trotzdem noch so, dass man sich wohlfühlt und man selber ist, sich gut präsentieren kann und nicht die ganze Zeit darüber nachdenkt, was habe ich an, was habe ich da im Gesicht und meine Haare und ich habe irgendwie zu viel gemacht. Einfach wohlfühlen, deswegen weniger ist mehr. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich in meine Blushfarbe und trage sie einfach ganz, ganz leicht in das Zentrum von meinem Auge. Ich finde gerade so rosa-rot-Töne passen unglaublich gut zusammen mit Braun. Wenn ich das gemacht habe, gehe ich ebenfalls nochmal in die Palette und suche mir das Schwarz raus und gehe hier mit einem dünnen Eyeliner-Pinsel einfach ganz dicht an meinen Wimpernkranz, um einen Eyeliner zu imitieren. So, um die Augen fertig zu machen, fehlt jetzt noch die Wimperntusche, um natürlich die Wimpern zu betonen, um das Ganze noch ein bisschen intensiver zu machen. Hierbei kann man dann entscheiden, ob man nur die oberen Wimpern eintuscht oder auch die unteren. Je mehr man quasi tuscht, also nicht nur oben oder unten oder wie viele Schichten, desto dramatischer wird es einfach. Ich finde es echt krass, wie viel Unterschied Wimperntusche macht. Ich bin jedes Mal, wenn ich das mache, total erstaunt. Ich liebe das. So, das Make-up ist fast fertig. Ich verwende jetzt noch ein bisschen Highlighter, um wirklich einfach noch ein bisschen mehr Glanz in mein Gesicht zu zaubern. Hierfür verwende ich einmal die Highlighter-Palette von Sleek. Love it! So, der Glow ist erstmal fertig. Nun kümmere ich mich um meine Lippen, denn so sehen sie natürlich nicht aus. Ich verwende einmal von Sleek das Matte Me in der Farbe Fired Up. So sieht das auch aus. Wem das Ganze zu gewagt ist, beziehungsweise wer diesen Tag mit Rumknutschen verbringen möchte, sollte sich natürlich von dieser Farbe fernhalten und eher was Dezenteres nehmen. Hierbei kann ich zum Beispiel den Clarins Eclat Minute empfehlen. Ein unglaublich schöner, feuchtigkeitsspendender Lippenbalsam, Lippencreme, der eine ganz minimale Tönung hat und dadurch einfach einen unglaublich schönen Schein auf die Lippen zaubert. Es gibt nichts Schöneres als Locken am Valentinstag und da ich mir Locken im Alltag nicht so häufig mache,
mache ich sie mir einmal im Jahr. Weil ich noch ein bisschen extra Boom möchte, verwende ich meine Hair-Extensions, meine Clip-In-Extensions, die ich wirklich so lange nicht mehr drin hatte. Ich weiß nicht warum. Ich verwende von Numi den Titan-Lockenstab. Und zwar hat er mehrere Aufsätze. Das ist der größte Durchmesser, weil ich einfach wirklich diese Loose Waves haben möchte. Man könnte die Extensions vorher quasi schon locken und dann die eigenen Haare locken. Aber ich finde, das ist immer doppelt so viel Arbeit. Und wer will denn das schon? Da ich schon ungefähr 1000 Videos gemacht habe, wie man sich richtig die Locken, die Haare lockt, werde ich das hier jetzt nicht erklären. Ich werde einfach ein bisschen vorspulen und dann sehen wir uns gleich wieder. Feeling snatched. Immer wenn ich mich ein bisschen mehr zurecht mache, kommt meine innere Diva raus. So, Ladies and Gentlemen, das war's aber noch nicht, denn wir müssen natürlich noch ein passendes Outfit finden. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Das ist das Outfit, was ich für den Valentinstag wählen würde. Und jeder, der jetzt sagt, oh, weiße Blusen, das sieht irgendwie so aus, als würde man zur Arbeit gehen oder das ist irgendwie viel zu schick und gar nicht casual genug. Es gibt immer Möglichkeiten, so eine weiße Bluse ein bisschen down zu graden, also ein bisschen lockerer zu machen. Man fängt mit dem ersten Punkt an, ein etwas tieferer Ausschnitt, als es zum Beispiel für die Arbeit üblich wäre. Das ist jetzt so ein V-Neck, das heißt, das erübrigt sich von alleine. Aber wenn die Bluse zum Beispiel höher geknöpft werden könnte, geht doch einfach mal sneaky ein Knopf runter. Zweiter Tipp, die Ärmel. Natürlich ist das so ein bisschen steifer. Macht sie einfach auf und krempelt sie hoch, damit es eher so einen Dreiviertelcharakter hat. Wenn man das gemacht hat, hat das eben schon so einen lässigen Effekt. Was ich bei allen Oberteilen empfehlen kann, ist immer vorne in die Hose reinzustecken, weil das eben diesen Blogger-Charakter hat, den ich so schön finde. So sieht das Ganze zum Beispiel ein bisschen förmlich aus. Nehmt ihr aber einfach die vordere Spitze und steckt sie in die Hose. Am besten natürlich mit einer High-Waisted Jeans, kann man aber auch mit einer Jeans mit einem normalen Bund nehmen. Ich habe diese zum Beispiel von Asos, das ist so mit meine Lieblings-High-Waisted Mom Jeans. Und ihr steckt sie vorne rein, hinten sitzt das ganz fluffig locker, krempelt die Ärmel hoch. Geiler Ausschnitt, viele Accessoires, ich liebe Goldschmuck, ich habe hier mein Kettchen, meine Ringe, meistens einer auf allen Fingern, weil ich das Ganze einfach schöner finde, meine Daniel Wellington Uhr und das Ganze sieht einfach locker und peppig aus und nicht so hochgeknöpft, würde ich jetzt schon sagen. Bei dem restlichen Outfits, was so andere Accessoires, Schuhe und Jacken angeht, würde ich sagen, einfach das, was ihr im Alltag auch tragen würdet. Nicht auf Krampf hohe Schuhe anziehen, wenn man sonst immer nur Sneaker trägt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ein paar Tipps konntet ihr mitnehmen. Ich wünsche euch einen wundervollen Valentinstag, egal was ihr macht. Ich werde mit meinen Mädels ins Kino gehen und Shades of Grey gucken. Booyah! Und auch wenn ihr nichts macht, ist das völlig in Ordnung. Girl, zieh dir deinen Einteiler an, setz dich auf die Couch mit einer Tüte Chips und guck dir Netflix an. Leb dein Leben. Hier wird nicht geurteilt. Auf meinem Kanal zumindest nicht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne diese sportlichen Sachen von mir sehen würdet oder was ihr vielleicht für andere Videowünsche habt. Ich lasse mich natürlich immer liebend gern inspirieren. Habt einen wundervollen Tag mit euren Liebsten oder allein. Whatever. Wir sehen uns dann alle bei meinem nächsten Video. Bis dahin wie immer nur das Beste für meine YouTube-Gäste. Tschüss.